Ist es gesund für Babys, draußen ein Nickerchen zu machen? Warum leben Isländer mehr als 10 Jahre länger als der globale Durchschnitt? Vielleicht hat ihre Härte etwas mit dem Erbe der Wikinger zu tun. Immerhin trotzen ihre mittelalterlichen Vorfahren türkischen Meeren, um das zu erreichen, was ihre Heimatinsel werden würde. Ein weiterer Grund für ihre Gesundheit und Langlebigkeit kann jedoch mit einer jüngeren Entwicklung zusammenhängen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ließen die Isländer ihre Babys und Kleinkinder unabhängig von der Jahreszeit draußen, um auf ihren Kinderwagen ein Nickerchen zu machen, obwohl sie natürlich dafür sorgten, dass ihre Kleinen in viel warme Schichten gewickelt waren. Heute haben viele Eltern in Island und anderen nordischen Ländern das Gefühl, dass ihre Kinder stärker und gesünder aufwachsen, wenn sie draußen schlafen, auch bei kaltem Wetter. Pack dich zusammen, es ist Zeit für dein Nickerchen. Die Praxis in Island begann, nachdem in den 1920er Jahren eine Tuberkulose-Epidemie das Land heimgesucht hatte. Als Reaktion darauf beschlossen die Isländer, dass mehr Zeit im Freien das Immunsystem der Kinder stärken würde. In einem Buch aus dem Jahr 1926 schlug Doktor eine Tradition, die bis heute anhält. Aufgrund der niedrigen Kriminalitätsraten in den nordischen Ländern sind unbeaufsichtigte Spaziergänger häufig vor Häusern, Einkaufszentren und Cafés zu sehen.